Nach einem sehr erfolgreichen Start im letzten Jahr ging das Fußballcamp Lippe vom 7. bis 9. Juli in die zweite Runde. Die 84 Teilnehmerplätze waren bereits innerhalb einer Woche vergeben, ein tolles Zeichen für die Veranstalter, den Blomberger Sportverein und Blomberg Medien. Das Teilnehmerfeld hätte bedeutend größer sein können und die Warteliste füllte sich zunehmend. Die Organisatoren lehnten mit Blick auf die Qualität eine weitere Ausdehnung des Teilnehmerfeldes jedoch ab, damit weiterhin eine perfekte Betreuung für die Kinder stattfinden kann. Mit wenig Stolz in der Stimme berichteten die Veranstalter von 1,3 Kindern pro Trainer, Betreuer und Helfer, Bedingungen wie bei den Profis. Möglich wurde dies erneut durch den ehrenamtlichen Einsatz der Beteiligten und die großzügige Unterstützung der Sponsoren. Nach einer kurzen Begrüßung und Schilderung des Campablaufs wurden die Kinder nach Altersgruppen in mehrere Kleingruppen eingeteilt, um die richtige Anzahl an Kindern pro Gruppe zu haben, um das Maximum an Leistung im Training zu fördern und auszuschöpfen. Für das leibliche Wohl der Kinder wurde natürlich nicht nur abseits des Platzes zwischen den Trainingseinheiten gesorgt, sondern wie schon im letzten Jahr stand jedem Kind seine eigene Trinkflasche und zwischendurch eine gesunde Stärkung mit Obst und Gemüse am Spielfeldrand zur Verfügung. Nachdem der erste Tag erfolgreich vonstatten ging, stand für Tag 2 wieder viel Programm auf dem Plan. Zum einen war das DFB-Mobil zu Gast und im Training mussten unsere Profis von morgen in vielen verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten. Die Kinder mussten sich im Dribbelparcours, Torwand, Dosen und Genauigkeitsschießen sowie der Schusskraft messen. Um bei den Übungen den Spaßfaktor zu erhöhen, wurden Spiele wie Memory oder 4 gewinnt in die Übung mit eingebaut. Zum Mittagessen gab es eine gesunde Stärkung vom Blomberger Döner-Kebab. Anschließend in den nächsten Trainingseinheiten gab es für die Torhüter und Torhüterinnen eine Schulung auf ihrer Position. Der dritte und somit auch letzte Tag des Camps startete mit einem Show-Act von Balljongleur Mimichan Örücü, welcher im Anschluss mit den Teilnehmern ein paar coole Tricks einstudierte. Des Weiteren wurden die teilnehmenden Kinder nach dem ersten Training in drei großen Gruppen über gesunde Ernährung, Entspannungstherapien und Erste Hilfe aufgeklärt, um zu sehen, was alles zum Profisein dazugehört. Nachdem dann alle Kids 2 Tage lang intensiv trainiert haben, wurde zum Abschluss wieder ein großes Turnier veranstaltet. Dieses Jahr war es der Blomberger Confed Cup, der im Stadion am Ramlocke ausgetragen wurde. Die Teams wurden vor zahlreichen Zuschauern von Bürgermeister Klaus Geise ausgelost und Nationalmannschaften zugeteilt. Im Anschluss wurde ein erfolgreiches Turnier gespielt, bei dem zahlreiche Eltern, Großeltern und Geschwister erschienen sind, um ihre Kinder anzufeuern. Nach Ende des Turniers wurde das Camp mit einer großen Siegerehrung beendet und auch die Preise für die erfolgreichsten Individualisten, die die einzelnen Disziplinen am Vortag mit Bravo gemeistert hatten, wurden übergeben. Gruppen- und Einzelbilder wurden noch geschossen und jedes Kind ging mit seinem eigenen Trikotset, Trinkflasche mit Namen, eigenem Ball, Pokal und Urkunde nach Hause. Alle Beteiligten dürfen mit Stolz auf 3 erfolgreiche Tage zurückblicken und freuen sich schon auf das kommende Jahr. Never could be broken. Yeah, for your feet.
Pictures. We believe us, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers. We believe us, be leaders, be astronauts, be champions. Be